In der heutigen Newsfolge geht es um Aserbaidschan Grand Prix und Russland Grand Prix nur mit Zuschauer, Niederlande Grand Prix wohl ohne Zuschauer, Hockenheim als Ersatz Grand Prix für Frankreich, Portimao bietet sich für einen Grand Prix an. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Die Veranstalter der Grand Prix von Russland und Aserbaidschan sind gegen Geisterrennen. Beide hoffen, ihre Grand Prix vor einem Publikum anbieten zu können. Da Aserbaidschan bereits verschoben wurde und kein Ersatztermin geplant hat, hoffen die Veranstalter Richtung Oktober auf einen Ersatztermin. Laut Erklärung des Grand Prix-Veranstalters halten sie es für nicht sinnvoll, ohne Zuschauer zu fahren und hoffen, bis zum Ende des Jahres sowohl die Formel 1 Teams als auch die Fans aufnehmen zu können. Da der Russland Grand Prix noch nicht abgesagt bzw. verschoben wurde, versichert der Veranstalter, dass der ursprünglich festgelegte Termin noch andauert und sie bisher keinen Vorschlag darüber haben, ein Geisterrennen zu veranstalten. Sie möchten den Sochi Grand Prix unbedingt mit den Fans feiern und sie sind auch für eine Alternative bereit, auch wenn sie geringfügig von den vertraglichen Verpflichtungen abweichen. Doch aktuell gibt es noch keine Vorschläge, um den Termin des Russland Grand Prix zu ändern, den sie ohne Zweifel behalten möchten. Der Direktor der Zandvoort-Rennstrecke, Robert van Overdijk, erwägt, den niederländischen Grand Prix ohne Zuschauer durchzuführen, falls Covid-19 weiterhin im Land besteht. Es liegen alle Optionen auf dem Tisch, doch sie können noch keine Entscheidung treffen. Streckenchef Jan Lammers sagte vor kurzem, dass es undenkbar sei, die Formel-1-Rückkehr nach 30 Jahren ohne Zuschauer zu feiern. Aufgrund der Corona-Phase haben sich jedoch alle Pläne geändert und sie wollen ihre Position überdenken. Die Regierung hat Großveranstaltungen bis einschließlich 1. September verboten, denn erst ab dem Zeitpunkt würden sie die Situation innerhalb des Landes neu bewerten und sie wissen nicht, wie sich die Situation ab Sommer entwickeln wird. Es könnte auch sein, dass eine Investition dazu führen kann, dass die Veranstaltung hinter verschlossenen Türen abgehalten wird. Bei einer Absage der gesamten Saison würden die Teams viel Geld verlieren und schlimmstenfalls sogar aus der Formel 1 ausscheiden. Da der Frankreich Grand Prix am Montag offiziell abgesagt wurde, hat das FOM laut der FAZ eine Anfrage an den Ausrichter des Großen Preises von Deutschland gegeben. Dabei wurde unter anderem nach der nötigen Vorlaufzeit gefragt. Dieser soll dann als Geisterrennen stattfinden. Der Deutschland Grand Prix ist dieses Jahr nicht im Kalender, weil das Startgeld dafür viel zu hoch war. Die wesentliche Haupteinnahmequelle der Formel 1 sind die Einnahmen und die Gelder von der TV-Vermarktung. Sollten weniger als 15 Grand Prix stattfinden, dann könnten die TV-Anstalten die Vertragsleistungen reduzieren. Mehr gibt es derzeit zum Thema Hockenheim nicht zu berichten. Was glaubt ihr? Kommt es wirklich zu einem Hockenheim Grand Prix oder nicht? Schreibt es mal in die Kommentare oder stimmt oben rechts ab. Der Algarve International Circuit besitzt seit kurzem das Grad 1 Zertifikat und möchte der Formel 1 helfen, einen Grand Prix auszutragen. Portugal ist eines der am wenigsten von Corona betroffenen Länder. Doch das Nachbarland von Spanien besitzt noch eine weitere Grad 1 zertifizierte Rennstrecke, nämlich Estoril. Einerseits verfügt Estoril zwar über einen 60.000 Quadratmeter großen Veranstaltungsort für soziale Distanz, Geräte und Fernsehen, dafür sind aber die Einrichtungen nicht optimal. Aktuell hat Portugal nur 3 bestätigte Personen auf der Intensivstation und zusammengerechnet 200 Infizierte. Sie wollen einen Grand Prix veranstalten und führten bereits Gespräche mit der FOM. Des Weiteren meinten sie, in der besten Situation für ein Rennen zu sein, denn sie hätten viele Hotels zur Verfügung. Die Rennstrecke wird Mitte Mai wieder geöffnet und sie wären sofort bereit, Veranstaltungen auszurichten. Die größte Sorge ist die Wirtschaft und sie wären bereit, in der ersten Juniwoche ein Rennen zu fahren. Sie haben sogar ein Geisterrennen abgehalten, um zu simulieren, wie das gesamte Personal der Rennstrecke organisiert werden würde. Was glaubt ihr? Kommt es zu einem Rennen in Portugal oder nicht? Schreibt es mal in die Kommentare oder stimmt oben rechts ab. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich kann die Veranstalter der Rennstrecken in Aserbaidschan und Russland verstehen. Da sie ja wie jede andere Strecke im Rennkalender Startgebühren zahlen müssen, wollen sie das durch die Einnahmen der Zuschauer wieder einholen. Aber wegen Corona wird das Ganze zurzeit schwierig. Hoffen wir mal das Beste. Die Formel 1 wieder in Hockenheim? Das wäre mal der Hammer. Als ich das gelesen habe, war ich doch sehr überrascht, denn damit hat nun wirklich keiner gerechnet. Was Zandvoort angeht, hätte ich einen Vorschlag. Sie sollten versuchen, den Termin auf September zu verlegen, denn erst ab dem Zeitpunkt sind Großveranstaltungen wieder erlaubt. Ich bezweifle, dass Portimao im Juni ein Rennen bestreitet, da das Ganze zu knapp wäre und der erste Grand Prix in Österreich wohl am 5. Juli gestartet wird. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Raphael Elrille. Er fragt: Mike, was glaubst du? Welche Rennen fallen ab 2021 raus und welche kommen neu in den Kalender rein? Naja, Spanien hat finanzielle Probleme. Von daher sieht es mit einem weiteren Grand Prix nicht gut aus. Dabei könnte Jerez in den Kalender rücken, wo die Umbauarbeiten vor Monaten angekündigt wurden. Ich habe beim Formel 1 Kalendervideo für 2020 die Vertragslaufzeiten mit hineingeschrieben. Da kannst du erkennen, welche Grand Prix für nächstes Jahr noch dabei sind. Schau mal oben rechts. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.